So, herzlich willkommen zum Video. In diesem Video geht es weiter mit unserer Einführungsreihe in die Programmiersprache C. Und zwar wollen wir uns hier mal damit beschäftigen, einmal wie wir ein C-Quellcode-Programm mit Hilfe des GCC-Compilers übersetzen in eine ausführbare Datei direkt, die wir dann auch debuggen können. Ich möchte in diesem Video auch zeigen, wie wir den GNU-Debugger GDB nutzen können über die Konsole und damit zum Beispiel auch auf Fehlersuche gehen können, beziehungsweise unserem Programm bei der Arbeit zusehen können. Ich habe das Ganze hier schon vorbereitet. Wir haben wieder ein ganz normales Grundgerüst, eine minimalistische Main-Funktion. Soweit waren wir ja noch nicht. Wir haben ja noch nicht erläutert, was es hier mit Funktionen auf sich hat. Deshalb haben wir das hier so kurz und abgespeckt wie möglich gehalten. Damit unser Programm auch wirklich etwas Sinnvolles macht, was wir auch beobachten können, machen wir das Ganze mal ganz einfach. Wir holen uns einfach mal zwei Variablen, die nennen wir A und B. Den weisen wir Werte zu. A setzen wir auf 5, B setzen wir auf 7. So, wir brauchen noch eine zusätzliche Variable, die nennen wir temp. Und zwar wollen wir den Inhalt von A und B vertauschen. Wir machen das Ganze hier ganz einfach hardcodiert, das heißt, wir geben die Werte hier direkt vor. Int für den Ganz, das ist ein Ganzzahltyp, das heißt, ich sage hier dem Compiler, okay, ich brauche ein bisschen Speicherplatz, um Ganzzahlen ablegen zu können, also in dem Fall die 5 und die 7. Und dann legen wir mal direkt los. Das hier ist die Initialisierung gewesen. Und hier unten kommt das eigentliche Tauschen. So, das eigentliche Tauschen machen wir dann so. Wir weisen erst einmal unserer Variable temp die Variable a zu. Also den Wert der Variable a weisen wir hier zu. Anschließend gehen wir hin und weisen der Variable a wiederum den Wert der Variablen b zu. Zuweisung in C über ein Ist-Gleich wird das gemacht hier. Wie schon angesprochen, die Anweisung wird mit einem Semikolon abgeschlossen. Anschließend weisen wir der Variable b den Inhalt der Variable temp zu. So. Und das Ganze sollte jetzt auch getauscht sein. Das heißt also, es sollte anschließend in der Variable b der Wert 5 stehen und in der Variable a sollte der Wert 7 stehen. Wir geben das Ganze jetzt hier nicht aus. C ist ja eine Programmiersprache, in der es von der Konvention her eigentlich keine Ein- und Ausgabe gibt. Ein- und Ausgabe in C müssen Sie über entsprechende Funktionen, die sind genormt, müssen Sie darüber abhandeln, und zwar mit Hilfe der Standard Library. Diese Funktionen gehören aber nicht zum C-Sprachstandard. Das heißt also, wenn wir das streng betrachten, müssen wir eigentlich schauen, wie, genauso wie auch beim Assembler-Programm, ob die Verarbeitung korrekt ist, mit Hilfe eines Debuggers, ne? Wo wir dann den Inhalt der verschiedenen Variablen uns untersuchen können, wenn wir das streng nehmen. Das heißt, wir haben keine Ausgabe und das wollen wir jetzt hier mit dem Debugger machen. Als erstes einmal, hupsi, das war das verkehrte Fenster. Als erstes einmal, ich habe das Ganze jetzt einfach bei mir auf den Desktop gespeichert. Ich hoffe, Sie können das hier von der Schriftgröße soweit sehen. Als erstes einmal müssen wir das Ganze übersetzen. Die Datei habe ich einfach benannt main.c, weil da eben die Main-Funktion drin ist. Ich rufe einfach den GCC auf. Da muss ich die Option -g anwenden, damit auch Debugger-Informationen mit in die ausführbare Datei aufgenommen werden. Das ist wichtig, weil ansonsten können Sie mit dem GDB oder auch mit irgendeinem anderen Debugger das Programm nicht debuggen. Es müssen diese Zusatzinformationen generiert werden. Ne? Also -g und dann sage ich einfach main.c. Das ist meine Quelldatei. Ne? Dann gehe ich auf Enter. Das dauert dann ein bisschen.
Und das war es schon. Wir bekommen keine Fehler angezeigt. Und jetzt haben wir eine ausführbare Datei, die nennt sich a.out. Ja. So, die können wir mal aufrufen, a.out. Ja. Aber wie Sie sehen, wir sehen nichts, es wird nichts ausgegeben. Ja. Wie gesagt, wenn wir das Ganze streng betrachten beim C-Programm, dann müssten wir das Ganze wirklich mit einem Debugger prüfen, genauso wie beim Assembler-Programm, ob das Programm wirklich das macht, was es soll. Das ist aber ganz lehrreich, mit der Konsole zu arbeiten und auch mit so einem Debugger zu arbeiten. Der ist extrem, das ist ein extrem mächtiges Werkzeug, wenn es um die Fehlersuche geht. Und wie wir wissen, in der Programmierung klappt nie alles so, wie man es gerne hätte. Sie werden immer irgendwelchen Mist bauen. Das heißt, Ihr Programm, so hat sich's anhört, wird nachher nicht das machen, was es soll. Sobald Sie eine gewisse Komplexität drin haben. Das ist ganz normal. Da müssen Sie auch keine Minderwertigkeitskomplexe bekommen. Was die Amateure von den Profis unterscheidet, ist einfach, die Profis wissen sich zu helfen. Die haben eine Intuition, die haben Erfahrung, wenn es darum geht, auf Fehlersuche zu gehen. Die benutzen auch diese Debugger. Und genau das machen wir jetzt. Wir rufen den GDB auf und füttern ihn mit unserem Programm. Ja, a.out. So, dann sind wir hier. Ich habe jetzt hier nur eine Quelle. Datei, eine C-Quelle, eine Übersetzungseinheit, sagt man da gerne. Das heißt, hier sehen Sie das Prompt vom GDB. Das heißt, ich kann auch mich direkt hier einfach drin bewegen. Und zwar, wenn wir L, das steht für List, angeben, dann kann ich hier mein Programmchen auflisten. Ne, also den Quellcode, ne, wie das gebaut ist. Das war es schon. Das ist unser gesamtes Programm hier, was Sie hier sehen. Und damit der Debugger das auch so erzeugen kann, müssen eben diese Zusatzinformationen mit eingepackt werden. So, Ziel ist es jetzt, wir müssen jetzt einen Breakpoint setzen, wo die Ausführung nachher stoppen soll. Das machen wir ganz einfach, am besten hier einfach mal in der Zeile 5, da können wir es ganz einfach setzen. Oder auch, wir setzen es in der Zeile 8. Ne? Das hier oben ist einfach nur eine Deklaration, hier in der Initialisierung, da wird es interessant. Das machen wir dann folgendermaßen, wenn wir das in der Quelldatei hier, in der Hauptquelldatei, in dem Fall in der Main machen wollen, brauchen Sie hier nur einfach zu sagen B, das steht für Prec, und dann geben Sie einfach die Nummer an, also in dem Fall hier die Zeile 8, können Sie hier entnehmen, und dann haben Sie das. Wenn Sie mehrere Quellen haben, dann geben Sie hier einfach den Dateinamen an, mache ich mal beispielhaft, Dateinamen mit der Erweiterung C, dann ein Doppelpunkt und dann den Breakpoint in dieser Übersetzungseinheit angeben. Das können Sie dann, wenn Sie einen entsprechenden Editor verwenden, können Sie das hier direkt aus dem Editor übernehmen. Und ja, in unserem Fall können wir das aber hier direkt angeben, weil wir nur eine Übersetzungseinheit, die Main, haben. Ja. Da gebe ich hier die 8 an. Da bekommen Sie das hier ausgegeben. Und jetzt müssen wir das Programm eigentlich erst einmal starten. Das machen wir über das Command Run. Schreiben Sie hier einfach ein R. Das steht dann für Run. Das führen wir aus. Und dann sehen Sie schon, wir starten das Programm. Und wir halten hier direkt an. Hier oben halten wir an. Jetzt bekommen Sie hier dann auch alles angezeigt. So. Mit Hilfe des Kommandos Next, oder Sie brauchen einfach nur N zu schreiben, können wir dann immer von diesem Breakpoint aus eine Zeile, eine Anweisung weiterspringen. Das heißt, jetzt ist A auf 5 gesetzt. Das können wir prüfen über das Print-Command, Print, oder kürzer, Sie schreiben einfach nur P und dann die Variable-Bezeichnung, also A. Und dann bekommen wir hier auch angezeigt, dass in der Variable A tatsächlich der Wert 5 enthalten ist. Das hier funktioniert aber auch nur wegen der zusätzlichen Zusatzinformationen, die unser Compiler mit eingebaut hat. Also die eben genannten Debug-Informationen, die zusätzlich in die ausführbare Datei gepackt werden, weil ansonsten wüsste der Debugger gar nicht, wie die Variablen heißen, die ich hier anspreche. Ansonsten könnte auch diese Auflistung hier oben nicht machen. So, jetzt gehen wir weiter mit Next. Also wie gesagt, ich kann das ausschreiben auch. Dann sind wir hier. Das heißt, ich
kann jetzt auch sagen, wir wollen den Inhalt von B ausgeben. Der hat jetzt auch den Wert 7. Das heißt, auf die Art und Weise kann ich dann auch hier wirklich ohne wirklich einen Ausgabe in dem Sinn prüfen, ob das Programm wirklich so arbeitet, wie ich es gerne hätte. Na, weil wie gesagt, in C gibt es eigentlich von der Konvention her keine einen Ausgabe, das wird über entsprechende Funktionen gehandhabt. Ne? So, jetzt gehen wir weiter. Jetzt sollte temp den Wert von A haben, also 5. Und das hat es. Als nächstes setzen wir A auf B. Das heißt, in der nächsten Anweisungszeile sollte jetzt da A den Wert 7 haben, was es auch hat. Hier die nächste Anweisungszeile, wir setzen B auf temp. Das hier, was Sie hier angezeigt bekommen, ist im Übrigen noch nicht wirksam. Erst wenn Sie jetzt next sagen, dann ist es wirksam. So, und jetzt sollte B den Wert 5 haben. Ja. Das heißt, ursprünglich hatte A den Wert 5 und B den Wert 7. Nun hat A den Wert 7 und B den Wert 5. Ja. Also hier, wir drücken A und B aus. Beziehungsweise, das macht er jetzt hier nicht. Wir drücken A aus, ist 7. Wir drucken B aus, das ist 5. Also ist das Ganze tatsächlich getauscht. Ja. So, wenn ich jetzt natürlich auf Next gehe, jetzt haben wir, die letzte Anweisung ist Return 0. Wenn ich jetzt auf Next gehe, dann sind wir natürlich letzten Endes am Ende. Und das, die Sache ist erledigt. So können Sie aber dann tatsächlich auch auf Fehlersuche gehen, beziehungsweise wirklich hier dem Programm bei der Arbeit zusehen. Das ist also wirklich ein sehr mächtiges Mittel, was Sie auch benutzen sollten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen hier wieder ein bisschen was allgemein auch zur Programmierung verdeutlichen, denn das Debuggen, das wird in allen Programmiersprachen, wird das umgesetzt. Ne? Debugger gibt es für alle möglichen Programmiersprachen, in Entwicklungsumgebungen und, und. Und wie gesagt, ich hoffe, ich konnte Ihnen hier das Ganze ein bisschen erleuchten und bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Würde mich noch über ein Abonnement freuen. Besuchen Sie auch meine Seiten. Dort finden Sie auch Übungsaufgaben und Quizze und so weiter. Und auch nochmal die entsprechenden Seiten. Vielen Dank.